Ihre Paradedisziplin ist das königliche Winken oder das ansteckende Lächeln. Die Royals aus aller Herren Länder sind eben richtige Profis in ihrem Job. Doch einige von ihnen haben auch ziemlich sportliche Talente. So wie Prinzessin Anne. Als erstes Mitglied des britischen Königshauses nimmt sie 1976 an Olympia teil. Sie tritt beim Vielseitigkeitsreiten an, verpasst jedoch das Podium. Anders ihre Tochter Sarah Tindall. 2012 bei Olympia in London tritt sie 36 Jahre später in die Fußstapfen ihrer Mama und gewinnt Silber im Reiten. Wenige Jahre zuvor nimmt Charlène Whitstock als Schwimmerin bei Olympia teil. Auch wenn sie 2000 keine Medaille gewinnt, macht sie im selben Jahr ihren Hauptgewinn. Charlène lernt Fürst Albert von Monaco kennen, mit dem sie seit 2011 verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat. Doch nicht nur die Royals, auch einige Promis liefern neben dem roten Teppich auch bei Olympia ab. Allen voran Johnny Weissmüller. Kennen ihn viele als Tarzan, erbringt er jedoch schon vor seiner Filmkarriere Spitzenleistung und das im Schwimmen. In den 1920er Jahren räumt er in verschiedenen Lagen 5 Goldmedaillen ab. Im Wasserball gibt's obendrauf noch eine in Bronze. Buster Grabby folgt Weissmüller und spielt nicht nur 1933 Tarzan, sondern bringt auch gleich 3 Goldmedaillen mit nach Hause. Seine Paradedisziplin? Freistil. Und auch Filmlegende Bud Spencer zählt nicht nur zu erfolgreichen Schauspielern, sondern auch zu den Olympioniken. In den 1950ern nimmt er in den Disziplinen Schwimmen und Wasserball an Olympia teil. Erfolge feiert auch 1948 Harold the Carter. Der Amerikaner macht bei den Spielen Platz 2 im Gewichtsheben. 16 Jahre später steht er im James Bond Goldfinger als Oddjob vor der Kamera. Gold hingegen gibt's 1976 für Bruce Jenner im Zehnkampf bei den Spielen in Montreal. Mittlerweile lebt Bruce als Catelyn und feiert mit der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians weitere Erfolge. Und in die Liste der Powerfrauen reiht sich auch Hilary Wolf ein. 1990 spielt sie in Kevin allein zu Hause Kevin McAllisters große Schwester Megan. 1996 und 2000 flimmert die heute 44-Jährige dann als Judoka bei Olympia über die Bildschirme.